wie ihr gesehen habt, ganz schön nebelig, immer noch dunkel, denn heute geht es wieder auf den Wittgensteiner Panoramaweg. Und ich hatte ja in einem Video auch gesagt, wer mitkommen will, kann gerne mitkommen. Es haben sich sehr viele Interessenten gezeigt, ist halt immer so mit der Spontanität ein bisschen das Problem, sei es bei mir mit der Planung, beziehungsweise bei denen, die mitlaufen sollen, dass sie spontan dabei sind. Aber heute nehme ich noch einen Haushalt mit. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Ein Kollege, den habe ich auch schon, boah, keine Ahnung, 10 Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Wenn nicht sogar länger oder kürzer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine halbe Ewigkeit her. Ich kläre das gleich mal mit ihm ab, ob das in Ordnung ist, beziehungsweise auch mit seiner Freundin, dass man die auf der Kamera sieht. Und wenn das für die in Ordnung ist, seht ihr sie auch. Also, wer Bock hat, bleibt dran. Der Rest kann halt das nächste Video anschauen. Rechts abbiegen auf L720, Schilder nach Kirchhundem Aue. Martin in 4K, morgens ja, über Stock und Stein. Ja, den Start habe ich nicht gefilmt, den kennt ihr ja noch vom letzten Teil. Ich muss leider zugeben, ich habe nicht aufs Navi geachtet. Wir haben uns verlaufen, und, aber dafür haben wir jetzt diesen ziemlich coolen Ausblick. Und mal gucken, sind aber auch gleich wieder auf den regulären Weg. Haben dann genug Meter gemacht, vorher schon, bevor wir über die eigentliche Strecke laufen. Aber verpassen tun wir nichts. Bist du noch beim Roten Kreuz? Jo, wir sind jetzt wieder auf dem eigentlichen Weg. Und da hinten die Truppe folgt mir, vertraut mir, dass ich mich verlaufe. ich werde euch so ein paar Bilder einfassen. Hier geht es jetzt weiter. Mal gucken, was so der Tag bringt. Ich sehe keine Chance. Da stand Grommacher. Wir müssen umdrehen. Was stand da? Allgemein Befehle ganz wichtig, die muss sie können und soll es ja, auch drauf hören. Genau. Hast du hier einen Ausblick? Oder? Ja. Ich hole euch mal hoch, damit ihr auch den Ausblick habt. Der Bank, der kann sich Wege, die ich erwarte, Wege, die mir gehen. Leider. Also hier gibt es die erste Möglichkeit zum Einkehren.
Pferdeschneeflug aus der Zeit vor 1950, kann man sich hinsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt abgerissen haben. Geteerte Straße, aber trotzdem ein ziemlich schöner Ausblick. Wir haben natürlich jetzt hier auch den Sonnenaufgang. Macht Spaß. Und Frühstückszeit. Deswegen bis später. Ja, hier ist jetzt leider so ein Zwischenstück. Da geht es einmal durch den Ort Erdenebrück. Ja, hat nicht viel mit Wanderweg zu tun. Mal gucken, mit was wir dann nachher entschädigt werden. Weil der Ort Röspe oder die Umgebung in Röspe ist eigentlich gibt es viele schöne Wanderwege. Mal schauen, wo es uns dann langführt.